Moin Leute, hammergeil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Captain Wolle. Ja, das kennen vielleicht manche meiner Abonnenten noch von damals Replay TV, den es ja leider nicht mehr gibt, den Kanal, wo Michi der Hurenbock mich verarscht hat. Aber egal, andere Geschichte kennt jeder schon. War eigentlich eine geile Zeit, aber naja, was soll's. Ich begrüße euch, mit dabei sind wieder der Sergeant Miegel. Hallo. Weil halb Mensch, halb Igel ist Sergeant Miegel, ne? Der André ist mit dabei. Hallo. Und Guten ist als stummer Teilhaber gemutet dabei. Wir sagen einfach mal Trollo, trotzdem Hallo Guten. So, wir sind immer noch auf dem Weg nach Berlin, noch 534 Kilometer, um genau zu sein. Das ist jetzt, seit wir losgefahren sind, der, glaube ich, der dritte Part. Also könnt ihr euch vorstellen, jeder Part so 15, 16, 17 Minuten. Könnt ihr euch vorstellen, wie lang so eine Fahrt im Endeffekt dauert. Also eine Stunde für 1000 Kilometer knapp braucht man. Wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich 90 km/h fährt. Wenn ich jetzt 150 fahren würde, wäre das natürlich was anderes. Aber so sind es halt nur 90 km/h, ne, Miguel? Ja. Nur wegen dir. Sonst werde ich schon längst 100 fahren, Alter. Ja. Ich meine, vor allem das Lustige ist, auf den meisten Autobahnen ist ja sogar 100 oder 110 erlaubt, ja? Aber nein, wir fahren 90. Wo seid ihr eigentlich? Wie weit seid ihr hinter mir? 322 und 490 ist Miguel hinter mir. Ja. Dann zieh ich mal rechts rüber auf die rechte Spur und slowe mal ein bisschen down. Und ich würde mal sagen, ich fahre nicht immer nur die ganze Zeit vor. Ich lass mal Miguel jetzt an mir vorbei und Nico. Ich fahre jetzt mal Schlusslicht, dass wir die anderen beiden Herrschaften mal vor mir habe. Jo. Dann muss ich Miguel auch noch vorbeilassen. Damit die Leute auch mal eine andere Ansicht haben, außer immer nur mein Vorgerase. Ne, wieso? Du kannst ja vorfahren und Miguel hinter dir. Das ist ja egal. Aber ich fahre halt als Schlusslicht ausnahmsweise. Und dann passt das schon. So, hier kommt der André. Ja, wir sehen übrigens alle gleich aus momentan, also von der Fahrerkabine her. Bin ich vorbei? Ja, du bist bei mir schon lange vorbei. Und Miguel ist auch vorbei, dann kann ich ja Gas geben. Warnblinkanlage kann ich wieder ausmachen. So, jetzt lasst mich nur aufholen, Leute, dass ich nicht ganz so weit weg bin. Und dann können wir schön in der Kolonne fahren. Also Miguel, zieh mal ein bisschen an André ran. André, fahr mal ein bisschen langsamer. Dass er so, weiß nicht, so 20, 30 Meter hinter dir ist. Ja, ich hab grad extrem runtergebremst. Bin gerade auf 70. Jo, dass wir alle Gas geben. Dass wir halt alle so im Verbund fahren, wirklich. Jetzt 100 Meter hinter dir. Jo, das ist okay. Zieh ich wieder hoch. Ich bin noch 200 Meter hinter Miguel. Miguel, machen wir erstmal 80, bis er dran ist. Nee, Miguel kann ruhig 90 fahren. Ich fahr ja eh 100 gerade. Also noch fahre ich 93, aber ich werde gleich auf 100 kommen und dann... Ihr holt euch schon ein, das ist nicht das Problem. Und dann bremse ich einfach runter auf 90. Ich bin bei 90. Noch bei 90. Jo, ich fahre 100. 170 bis Miguel, also 70 Meter noch. Jetzt werde ich zwar geblitzt, aber das ist mir gerade relativ egal, auch wenn ich 110 fahre. Musikbot denkt wieder, es wäre Weihnachten. Ja, ich habe ihn gemutet wegen Lizenz, Musik und so, ne, weißt du. So, runterbremsen auf 90, okay, ich alles klar. Ich hab's auf Windows Media Player laufen. Ja, ich auch. Aber halt, ich hab halt nur im Windows Media Player Ton, wenn ich den Musikbot ins Teamspeak hole. Ansonsten habe ich gar keinen Sound auf dem Windows Media Player. Weil der ja als Ausgabekanal so gesehen den Studio Line 2 hat. Und deswegen kann ich nichts hören, außer ich stelle jetzt im Windows Media Player wieder alles um, aber darauf habe ich keinen Bock. Ich habe ja immer noch den VLC Media Player. Miguel, wenn ich dir zu nahe komme, sagst, dann bremse ich ein bisschen runter. Wow, ja. Wir müssen jetzt eh abbremsen gleich. Naja, aber so schlimm nicht. 40? Ja, schon, ja, hast ja recht. Also ich fahre da meistens mit 50 oder 60 durch.
Ich bremse jetzt runter auf 70 oder so. Ja, macht mal. Wir fahren eh gerade versetzt. Einer vorne rechts, Miguel auch rechts und ich links. Okay, ich bin runter auf 50. Kann mit 70 hoch. Na. Sogar bei 50. Ja, wenn ich mit 70 fahren würde, würde ich Miguel hinten reinfahren. Das ich sehe den Berg gerade mit 20.000 Umdrehungen hoch. Ich mit 15.000. Aber Automatik halt, ne? Ich kann das ja nicht beeinflussen. Schaltest du auch richtig übers Lenkrad, oder was? Ja. Kippschalter oder richtig so ein Schaltknüppel? Gar keins von beiden. Sondern, wie schaltest du? Steuerkreuz. Ach, auf dem Lenkrad hast du noch ein Steuerkreuz, oder was? Ja. Ah, okay. Das ist ein Racing-Ding. Ich habe hier noch 4 Tasten, 1 bis 4 noch. Mhm. Wie halt von dem PS3-Controller, noch so Tasten. Ja. Okay. Aber schalte ich halt. Fährst du schon wieder 90? Ja. Ja. Okay, alles gleich, fahre gerade bei 85. Da habe ich noch so zwei kleine Zusatzschalter oben. Die benutze ich dann fürs nach rechts und nach links gucken. Ich fände halt geil beim Schalten, was ich zum Beispiel beim Lamborghini und beim Ferrari so geil finde, diese Kippschalter am Lenkrad direkt, weißt du? Mhm. Meine Lieblingsschaltung, ey. Ja, doch, es geht 27, ja? Echt? 25. Weiß ich nicht, müssen wir mal guten fragen, wenn er mal wieder da ist, aber der ist ja dauergemutet. Ich muss noch runterbremsen. Ich fahre 90 und bin trotzdem schneller als Miguel. Ich frage mich, wieso. Das muss wirklich an Internet. Ich fahre 80 jetzt. Ach so, du. Ah, warum fährst du denn 80? 12. Gang und 25 Tonnen hinten dran. Ich habe mich nämlich gewundert, ich bin 90 gefahren und werde hier fast hinten drin gedonnert. Sag mir, wenn du 90 fährst. Jetzt bin ich bei 90. Okay, alles klar, dann kann Alter, ich. Alter, hoffentlich schaffe ich die Tour doch. Warum? Hast du verabredet, oder wie? Halt, muss ich ausmachen. Miguel, du hast noch Blinker an. Hab die extra angemacht. Ah, okay. Ja, weil du halt noch weiter geradeaus gefahren bist nach dem Blinken, weißt du? Ja, gerade auf die Tastatur geguckt. Was hast du eigentlich für dein Lenkrad bezahlt, Miguel? 90, glaube ich. Ich werde mir nämlich auch eins zulegen. Nach Weihnachten oder so, mal gucken. Boah, das ist mittlerweile auch schon 2 oder 3 Jahre alt. Ja, ich will mir auch eins holen vielleicht, aber nicht dieses G7 oder 20, das ist mir zu teuer, Alter, 400 Euro oder so. Ich habe mir das komischerweise genau für ETS 1 geholt, das Lenkrad. Ja, und hab das dann kaum benutzt bei ETS 1. Dafür umso mehr bei Most Wanted dann, ne? Nee, Need for Speed vergiss es mit Lenkrad, da ist keine Portierung. ETS 2 erst wieder. Aber was hast du dann genommen bei ETS, bei Need for Speed Most Wanted, hast du da dein mit Controller gespielt? Ich hab keinen Controller, Tastatur. Achso. Ja, ich habe dann ja angefangen mit Controller zu spielen, ne, am Schluss dann. Aber da habt ihr dann schon wieder kein ETS, kein Most Wanted mehr gespielt. Wir sind 2 Blitzer. Hinter der Baustelle direkt. Ja, ich fahr genau 90, von daher. Ja, hab ich auch drauf. Obwohl es bergab geht, ne? Aber ich bin halt trotzdem sehr nah an Miguel dran, ne? 37 Meter, um genau zu sein. Ich weiß nicht wieso. Mein Ding 100 weg von mir. Wie viel? 100. 130 bin ich von dir. Ja, und Miguel überhole ich schon wieder fast, obwohl ich 90 fahre. Also das verstehe ich nicht. Und Miguel fährt Volvo, ne? Und ich habe genau zusätzlich 90. 18 Tonnen. Ja, Miguel hat ein bisschen mehr, glaube ich. Ja, aber er fährt aber bergab und hat ein Volvo. Ja, ich fahre jetzt 95 plus wieder. Na, nächste Raststätte lasse ich Miguel mal vor. Jetzt geht er bis noch runter. Ich bin jetzt auf 86. 90 jetzt. Müssen jetzt eh auf die linke Spur, oder? Ja. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Siehst du mal.
Miguel, weißt du noch Frankie und PC? Ja. Zu geil gewesen. Das war der Hammer, Alter. Frankie und PC in 1080p in ETS Grüß 2, Wolle. Alter. Grüß Wolle, genau. Greets to Wolle. So geil. Ich glaube nicht, dass der Typ das geglaubt hat. Ich glaube, der wusste nicht mal, wer Frankie und PC ist. Ah, das war einfach geil. Ja, ich meine, man kann da reinschreiben, was man will, weißt du? Ja, kannst du Penis hinschreiben als Name. Ja, aber ob sie es dann senden, ist eine andere Frage. Aber ich könnte zum Beispiel schreiben, ja, hier, Pete's Meat, bla bla bla. Geht mal alle auf den Channel von André? Inglourious Hä? Gamers, weißt du, und supportet ihn mal, bla bla bla, weißt du? Weil, ja. Pete's Meat. Pete's Meat hinschreiben. Wie war das hier, der Typ, der in Calais auf der Seite lag, was du da geschrieben hattest? Ja, so, der Russe, ja. Meinst du? Der Russe? Nein, Peniskopf, Hand auf. Auf der Auffahrt Calais liegt ein LKW-Fahrer mit LKW namens Penisanter quer. Hm. Ja. Es war so geil. Aber er ich meine, guck mal. Er musste sich dann noch korrigieren, weil da kam in der Shopbox komische Nachrichten. Ja. Nicht der Fahrer liegt auf der Straße, sondern der LKW. Das war so geil. Aber was ja viele nicht wissen, ne, Pete Smith hat ja auch mal ETS 2 gespielt, ne? Ja. Und aufgenommen. Habe ich mir alle Folgen angeguckt. Aber bei Folge 36 hat er aufgehört. Leider. War das nicht Chris, der da von denen gemacht hat, wo Sat war? Nee, ich glaube Peter war das direkt. Ich weiß es aber nicht genau. Und das Geile war ja, durch Pete Smith habe ich angefangen mit ETS, ne? Warte ich mich. Bist vorbei, Miguel. Ja, warte, ich fahr auch noch vorbei. Du bist auch noch vorbei. Ja, ich fahr in der Mitte jetzt. Erst war ich ganz vorne, dann war ich ganz hinten und jetzt war ich in der Mitte. Bin ich vorbei? Genau jetzt. Okay. Also ihr leckt bei mir gar nicht rum. Ich bin Nico immer. Ja, nur Nico leckt irgendwie, wa? Boah, Nico ist mit zweimal in die Karre reingerast. Ja, weil er checkt es auch nicht, dass er fragen soll, bevor jemand, wenn jemand vorbeifährt und dann, Der tut doch scheiß lenken, der plötzlich kommt er von seiner Fahrbahn ab und rast mir in die Karre rein. Also jetzt ist der Abstand geil. Ja, 70 zu dir, André, und 60 zu Miguel habe ich. Ich habe gerade 40 zu André und zu dir, Wolle, habe ich 76. Lol. Aber ich fahre jetzt genau in der Mitte, so gesehen. Ja. Vom Abstand her, also bei mir zumindest. Ja, fast. Obwohl André langsam weiter weg ist. Also jetzt 90 Meter ist André jetzt weg. Und Miguel nur noch 40. Ich fahre schon wieder zu schnell irgendwie. Obwohl ich nur 90 fahre, ey. Ich glaube das nicht. Am besten fahre ich 86, ey. Dann ist es so, als wenn ich 90 fahren würde bei euch. Guck mal, hier ist 110 erlaubt. Kann 110 fahren. Ja, ich auch. Aber nein. Die Kontrolle 90. Ja. Ich war eh genau 90. Jetzt 87. Guck mal, da steht so ein Lappenscania links. Alter. Oh, der Anhänger überschlägt sich, Alter. Ich hab's doch im Spiegel gesehen, wie sich der Anhänger überschlagen hat. Die Kurve rum und hat sich auf die Seite gelegt. Ja. Alle fahren mal ein Stück schneller, sonst zieh ich jetzt links vorbei. Und dann ist der Anhänger hochgebockt nach oben, stand senkrecht und ist dann umgekippt. Achtung, links in Mitte fahren. Ich will gerade links vorbeiziehen. Ist nicht. Schaffst du sowieso nicht. Sei denn, du fährst jetzt 100 oder 110 oder so, das ist was anderes. Wollte ich gerade, mache ich auch nicht. Idiot. Ich spiel realistisch. Ich fahr genau 90 und häng dir auf der Stoßstange. Ja, ich fahr auch genau 90. Wir erst bei Leipzig sind. Ja, Mann. Aber wir haben nur noch 100... Dann. 166 Kilometer, dann haben wir es geschafft. 687 Kilometer. So, dann schaffe ich sogar noch ein Part, Alter. Dann sind es 1 Stunde 15 Minuten, was wir fahren. Weil der Part ist genau jetzt zu Ende. Also Leute, bis zum Morgen. Haut da rein.